Hallo und moin aus Hamburg. Heute mache ich eine Hafenrundfahrt und dazu habe ich mich für eine Fahrt mit der Barkasse entschieden. Hafenrundfahrten sind in der Regel 1 oder 2 Stunden lang. Ist der Wasserstand zwischen 1,40 Meter und 3,40 Meter, so können diese Barkassen durch die Speicherstadt fahren. Ein Blick auf den Pegel lohnt sich also. Es gibt moderne oder auch ältere Barkassen. Ich habe mich ganz traditionell für ein älteres Schiff entschieden. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Die Speicherstadt wurde zwischen 1883 und 1927 errichtet. Seit 2003 ist die Speicherstadt nicht mehr Teil des Freihafens und somit für jedermann zugänglich. Die Hamburger Speicherstadt ist der weltgrößte historische Lagerhauskomplex. Seit Juli 2015 ist die Speicherstadt zusammen mit dem Kontorhausviertel in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes eingetragen. Die Lagerhäuser sind in neugotischer Backsteinarchitektur errichtet und auf tausenden von Eichenpfählen gegründet. Die Lagerhäuser haben jeweils an einer Seite eine Anbindung zum Wasser, den Fleten, auf der anderen Seite eine Anbindung an die Straße. In der Speicherstadt wurden früher alle Güter, die im Hamburger Hafen angekommen sind, gespeichert. Heute haben noch einige Teppichhändler ihre Lager in der Speicherstadt. Ansonsten werden diese Speicher anderweitig genutzt. Man findet hier zum Beispiel das Gewürzmuseum, das Speicherstadtmuseum und das Miniatur Wunderland. Außerdem gibt es eine Kaffeerösterei mit Kaffee und weitere Attraktionen. Verlässt man die Speicherstadt, kommt man an den vielen neuen Gebäuden der Hafencity vorbei. Viele Gebäude sind fertig, einige sind aber auch noch im Bau. Das wohl berühmteste Gebäude der neuen Hafencity ist natürlich die Elbphilharmonie. Kap San Diego und die Rigmarigmas sind Museumsschiffe, die besichtigt werden können. In der Kap San Diego ist besonders auch der Motor sehenswert. Vom Schiff aus hat man auch einen schönen Überblick über die gesamten Landungsbrücken mit dem Eingang zum alten Elbtunnel.
Etwas weiter stromabwärts schließt sich der Fischmarkt an mit der Fischauktionshalle. Wieder imposant sind auch die Schlepper, die die größten Containerschiffe in den Hafen ziehen können. Vor ein paar Jahren hat sich Hamburg ein neues Feuerwehrschiff gegönnt, die Branddirektor Westphal. Weiter geht's vorbei am Museumshafen in Övelgönne. Hier ist der Eisbrecher Stettin zu Hause. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Traditionshafen gesondert zu besuchen. Jetzt geht's zum Containerterminal Burchardkai. Hier können die größten Schiffe festmachen. Die größten Containerschiffe sind zurzeit etwa 400 Meter lang und 61 Meter breit. Diese können bis zu 24.000 Container mitnehmen. Einen Größenvergleich zwischen einer Barkasse und einem Containerschiff zu zeigen, habe ich hier mal ein Foto aus einer anderen Perspektive eingefügt. Weiter geht es durch die Rugenberger Schleuse an der Köhlbrandbrücke. Hier hinter der Rugenberger Schleuse kann man verschiedene Schiffe beobachten. Dieses sind die sogenannten Hafenassistenzeinheiten.
östlichen Teil des Hafens kommen wir an den Docks der Firma Blohm & Voss vorbei. Hier können Schiffe gebaut oder auch repariert werden. Meine Hafenrundfahrt durch den Hafen der schönsten Stadt der Welt nähert sich dem Ende. Ich hoffe, ich habe euch Lust auf eine eigene Hafenrundfahrt gemacht und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.